Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Schön seid ihr wieder dabei und falls ihr es noch nicht habt, lasst doch ein Abo da, weil viele auf dem Kanal sind noch immer keine Abonnenten. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit der Pflanzenpflege dieser Woche. Als erstes habe ich hier meinen zweitneuesten Alokasienzugang. Und wie ihr vielleicht wisst, haben die Alokasien nicht ganz so gerne Winter. Und obwohl es jetzt gerade so ein bisschen Winter wird, schiebt sie ein neues Blatt. Und eigentlich würde ich die ja im Winter nicht düngen. Also wenn ich meine Pflanzen im Winter gieße, schaue ich, dass ich sie nicht dünge. Aber wenn sie denn ein Blatt machen, dünge ich sie trotzdem ein wenig, damit sie einfach ein bisschen Nährstoffe haben, um das neue Blatt auch wunderschön groß auszubilden. Und ja, deshalb werde ich die jetzt nicht normal gießen, sondern ich werde sie düngen. So, und währenddessen, wie ich die Pflanze dünge, erkläre ich euch mal, wie ich das mache mit dem Gießen im Winter. Also ich schaue einfach, dass ich die Pflanzen so wenig wie nötig gieße, weil sie wachsen ja natürlich auch langsamer, weil sie bei mir kein extra Growlight haben. Ich habe sie eigentlich alle am möglichst hellsten Ort, damit sie wenigstens dann, wenn die Sonne scheint, genügend Licht bekommen. Und ja, dann werden sie einfach gegossen, wenn es wirklich, wirklich nötig ist, weil im Winter ist es ja auch ein bisschen weniger warm und die Erde trocknet langsamer aus. Aber zum Glück bin ich so oder so ein nicht zu viel Gießer, sondern eher ein zu wenig Gießer und das ist im Winter kein Problem für mich. Ja, wenn ihr zu viel gießt, schaut einfach, dass ihr nicht so viel gießt, weil sonst gehen euch die Pflanzen kaputt, weil sie euch verfaulen. So, weiter geht's hier in der Küche mit meinem neuesten Zugang. Und zwar ist das eine kleine Baby Alokasia Fried Egg. Wer das Wishlist-Video gesehen hat, die stand auf der Wishlist und letztes Wochenende waren wir an einer Reptilienbörse und da hat es einen kleinen Stand von einem Typen, der heißt Green Hell Exotics und der hatte eine größere da, die sah wunderschön aus und dann habe ich gesehen, es hat ein kleines Baby und dann habe ich mir die gegönnt. Ich habe 16 Franken gezahlt, finde das ist ganz okay. Ja, die topfe ich jetzt von diesem Topf hier in diesen um, damit ja, einfach der Topf ein bisschen schöner aussieht wie dieser Becher. Und momentan steht sie noch ein bisschen alleine, damit ich sie beobachten kann, ob sie irgendwelche Schädlinge oder irgendwas hat. Aber ich glaube, das mache ich jetzt noch eine Woche und dann stelle ich sie zu den anderen Pflanzen und ich würde sagen, topfen wir die gleich um. So, ich glaube, die störe ich gerade nicht, gar nicht so viel. Da hat es noch ein paar, ich glaube, Wurzeln, die sind abgefallen. Mal schauen. Ja, aber sonst sieht das Ganze ganz gut aus. Ich mache die mal kurz da rein. So, hier nehme ich das abgestorbene Zeugs ein bisschen raus, mache das weg. Und da dieses Substrat sehr, sehr groß ist, werde ich das jetzt gleich unten reinnehmen, weil das verstopft mir die Löcher. Dann muss ich gar nicht so viel neue Erde reintun. Und das Substrat, was er da drin hatte, war auch schon schön grob. Genau. So, dann habe ich für die Alokasia hier den Mix vom Farmwerk. Bin immer noch zu faul, mir das selbst zu mixen. So. Jetzt habe ich noch einen kleinen Rest. Ich pflanze sie ein bisschen tiefer ein, weil, wie ihr sehen könnt, vorher war sie etwa hier und da gibt es schon neue Wurzeln und die sollen natürlich auch mit Substrat bedeckt sein, damit wir ein möglichst schönes, großes Wurzelwerk bekommen.
und die dann schön wachsen kann. Und natürlich auch ganz große Blätter machen kann, weil wer die Frydeck in groß kennt, weiß, dass die Blätter einiges größer werden können. Und das möchte ich ja eigentlich auch haben, weil mir gefallen diese großen Blätter sehr, sehr gut mit diesen weißen großen Venen. Und das lässt sich jetzt bei der hier erst erahnen, wie das dann aussehen wird, aber ich bin gespannt, wie sie dann in ein, zwei Jahren aussieht, wenn sie groß und wunderschön ist. Also wunderschön ist sie natürlich schon. So. Et voilà. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich muss mal schauen, ob ihr das sehen könnt. Ja, et voilà. Die wunderschöne kleine Frydeck ist eingetopft. Weiter geht's mit diesen Rhizomen. Ich glaube, das sind welche von der Alocasia Dragon Scale. Und zwar haben wir die seit Ewigkeiten hier drin und sie kommen einfach nicht. Und ich habe noch eine andere Methode gefunden, die habe ich bei Potplanter abgeschaut. Einfach die Rhizome in ein Glas, ein klein wenig Wasser dazu und dann stelle ich sie mir ins Terrarium, eigentlich ganz nah zur Heizlampe. Und schaut mal, wie die gekommen sind. Die habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen da reingetan und 2 davon haben jetzt schon ein Blatt gemacht. Und die stehen mindestens doppelt so lange da drin und ich zeige euch die jetzt mal. Die machen nämlich absolut gar nichts. Schaut mal, die habe ich einfach in Moos. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu fest angedrückt. Die hatte ich einfach in Moos, aber die machen einfach gar nichts. Keine Wurzeln, kein gar nichts. Das auch. Und deshalb nehme ich die jetzt da wieder raus und schau mal, dass ich sie auch in ein Glas packen kann. Vielleicht sogar gleich das Glas. Aber ich muss mal schauen, ob ich die alle rausnehmen kann, weil sonst habe ich ein Gemisch und dann weiß ich nicht mehr, welche welche sind. Genau. Kommen wir zum Glas, das ich euch gerade gezeigt habe. Ich sollte es nur noch aufbringen. Hier haben wir Rhizome von der Alocasia Black Velvet drin, die ich vorher gerade gezeigt habe. Die habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft und die hatte natürlich ganz viele kleine Babys bei sich, weil ich nehme mal an, die kam aus Tissue Culture. Ja. Und davon, also es waren insgesamt 6 kleine Rhizome. Davon haben 2 jetzt schon Blätter. Bei denen muss ich schauen, ob sie das überleben, weil hier drin hat es natürlich eine super hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn ihr Pflanzen aus der Luftfeuchtigkeit einfach ins Raumklima nehmt oder bei mir ins Terrarium, Raumklima, da müsst ihr aufpassen wegen den Blättern, weil das kann sein, dass die Blätter dann eingehen. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert und deshalb mal schauen, ob die das überleben. 2 haben Blätter, 2 sind etwa so und bei 2 hat sich gar nichts getan. Ich glaube, ich mache so, dass ich die alle jetzt mal einpflanze, die 4. Die 2, bei denen sich nichts getan hat, die nehme ich raus. Die werfe ich weg. Und dann versuche ich es mal mit den 2 Alocasia Dragon Scale Rhizome, ob die da drin noch Hoffnung haben. Gleich wieder ein bisschen Wasser rein. Und dann geht das so wieder ins Terrarium, schön an die Wärme. Und dann hoffen wir, dass die auch bewurzeln und wachsen. So, für die Rhizome, die jetzt schon Wurzeln haben, habe ich leider nur ein bisschen gar große Töpfe. Ich pflanze die mittlerweile in eher kleine Töpfe, weil die würden den ganzen Topf zuerst bewurzeln, bevor sie richtig große Blätter machen würden. Und deshalb schaue ich, dass ich bei den kleinen möglichst auch kleine Töpfe verwende. Und die füllen wir jetzt mal ein bisschen an.
weil die natürlich noch nicht den ganzen Topf ausfüllen. Und die Töpfe sind einfach, zwei sind gekaufte und zwei sind Töpfe von anderen gekauften Pflanzen. Die behalte ich mir immer auf, so kann ich die wiederverwenden. Und das passt eigentlich ganz gut dann. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich setze die zwei, die schon Blätter haben, in etwas größere Töpfe. So. Ja, alleine ist das ein bisschen schwierig. Jetzt bräuchte ich nämlich einen Topf, mit dem ich die Erde schöpfen könnte. Nehme ich da so den raus. Weil den ganzen Sack da mit einer Hand zu halten, das funktioniert nicht. So. Ja, und so hat man eigentlich ganz schnell die Pflanze eingepflanzt. Dann nächste. Lustigerweise, wenn wir das mal anschauen, dann ist die so quer gelegen und jetzt hat sie hier einfach auf die Seite die Wurzeln ausgebildet und ist nach oben gewachsen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die irgendwie so platzieren kann, dass die Wurzeln doch irgendwie nach unten schauen und nicht oben wieder rauskommen. So. Et voilà, Nummer 2. Und jetzt noch die ganz kleinen. Bei denen haben die Wurzeln sich auch nach oben ausgebreitet. Ganz interessant, aber wahrscheinlich, weil unten war ja das Glas und irgendwohin müssen die ja wachsen. Also sind sie halt einfach nach oben gewachsen. Jetzt, das ist ein bisschen dumm. Ich glaube, da nehme ich den Topf, weil ich kriege die Wurzeln nicht nach unten. So. Ah, jetzt habe ich sie vergraben. So, ich glaube, das sollte gehen. Man sieht sie kaum mehr, aber ich glaube, das ist okay. Und noch die letzte. So. Die hat wirklich einen sehr kleinen Topf bekommen, aber ich glaube, die ist auch da ziemlich happy damit. So. Auch die habe ich so eingepflanzt, dass man sie kaum noch sehen kann. Ja, sollte passen. Ich gieße die alle an und dann zeige ich euch noch, wo die jetzt genau hinkommen. So, und das ist sozusagen meine kleine Nursery hier auf dem Schlangenhausdach. Hier seht ihr die, ich glaube, es sollte eine Platinum sein, aber ich bin mir gar nicht so sicher, weil wenn ich die anschaue, könnte das auch eine Melo sein. Ich muss mal nachfragen bei der Dame, von der ich die habe. Aber so oder so mega happy, dass sie doch noch gekommen ist. Das war das Rhizom, das ich in einem Video mal gezeigt habe, wo ich nicht sicher war, ob es vertrocknet ist. Und dann haben wir hier zwei kleine Amazonica-Babys. Ich glaube, die verkaufe ich mal. Also die sieht gerade nicht so verkaufsready aus. Aber die hier, die könnte ich, glaube ich, verkaufen, weil eine Amazonica habe ich ja schon und ich brauche nicht 1000 Amazonicas. Hier habe ich die eine jetzt reingestellt und hier sind die anderen zwei. Ich hoffe, die überleben das. Und ich habe gerade auch gesehen, hier habe ich extra ein anderes Substrat reingemacht, weil ich wusste, dass hier drin relativ warm ist und so trocknet es halt relativ schnell aus. Und dieses Substrat hier trocknet etwas schneller aus, aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Und mir ist gerade beim Wässern noch passiert, das Wasser war wie zu schwer und hat das Blatt da rausgedrückt. Ich hoffe mal, es hat dem Stiel des Blattes nichts gemacht. Genau, und hier oben
könnt ihr sehen, hier hat es ein Growlight. Das sind übrigens die einzigen zwei Growlights, die ich habe, weil ich hier drin auch ein paar Pflänzchen habe. Habe ich auch mal ein Video darüber gemacht. Dort sind die Growlights auch verlinkt. Ja, genau. Und eine steht noch ganz da hinten. Und das wäre es dann eigentlich auch mit meiner kleinen Nursery. Ja, ich hoffe, diese Ausgabe von Pflanzenpflege mit mir hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das doch mit einem Like. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid bei einer meinen kleinen Pflänzlis. Und ja, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!